Ja, The Rolling Stones. Ich möchte hier heute etwas zu Rüdiger Safranski sagen. Rüdiger Safranski ist einer der wenigen deutschsprachigen Publizisten, die ich äußerst schätze, von dem ich sozusagen so viel wie möglich eigentlich alles versuche zur Kenntnis zu nehmen und möchte gerne auch selbst mit den Ideen von Rüdiger Safranski in den täglichen Zusammenhang der Lichtgeschwindigkeit mehr hineinwirken. Hier ist es etwas, was ich vor geraumer Zeit schon mal aus anderem Anlass angestoßen habe, Europa neu zu gründen aus der Krise. Das heißt, die gemeinsame Betroffenheit unserer Euro-Krise gibt im Grunde genommen ganz konkreten Stoff, den jeder anfassen kann, eine gemeinsame Grundlage zu erkennen, von der aus dann auch gemeinsame Beschlüsse einschließlich der Integration europäischer Politik gefasst werden können. Die können aber auch darin bestehen, dass man nicht europäische Gemeinsamkeiten erzwingt, die infolge der Vielfalt der europäischen Nationalitäten gar nicht gehen können und gar nicht gewünscht werden. Und das ist hier der Tenor eines Textbeitrages, den ich hier jetzt aus dem Deutschlandfunk rausgefunden habe, von Rüdiger Safranski, den ich kurz mal vortragen möchte und möchte auf dradio.de verweisen, für alle, die das in ganzem Umfang gerne mal hören würden, dass sie sich das selbst angucken können. Also Rüdiger Safranski beim Deutschlandfunk als Audio-Textquelle zu Europa der Vielfalt. Das spielt jetzt gleich ab, während ich hier im Grunde genommen zum Audio ein mehr oder weniger sinnloses Bild stelle. Da lässt sich jetzt nichts dran ändern. Ich lese mal hier ein bisschen in den Texten von Rüdiger Safranski, dann habe ich auch meinen zusätzlichen Spaß dabei. Ja, es kommt. Also für beides. Das Leben dabei auseinanderzubrechen. Und das zeigt sich für Kraft und wie viele Zahlen man aufwendet, um den Laden zusammenzuhalten. Ja? Was sich aber dann auch dabei zeigt, ist, dass wir Europa auch über lange Zeit die Politik Europa auch mit einer Europa-Ideologie belästigt hat, von der sich eben zeigt, dass sie nicht der Realität entspricht. Wir haben ein Europa nicht nur der verschiedenen Geschwindigkeiten, sondern auch der verschiedenen Kulturen, also auch der verschiedenen materiellen Kulturen. Da wird eben verschieden gewirtschaftet, in Griechenland anders als hier im Norden. Ja, das wussten wir vorher. Jeder, der Urlaub gemacht hat, wusste, dass das Wunderbare ist, dass es der europäischen Politik, dass das Positive wirklich gelungen ist, diese Verschiedenheit nicht explosiv werden zu lassen in einem kriegerischen Sinne. Die Befriedung dieses Raumes ist schon ungeheuer viel, was da erreicht worden ist. Aber die Europa-Ideologie dachte, man könne aus Europa so einen einheitlich geführten Staat machen, wie es die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Dieses Rennen, so aufgestellt sein zu wollen, das nenne ich mal die Europa-Ideologie. Von der zeigt sich, das war eine Vergewaltigung der europäischen Vielfalt. So geht es nicht und wir müssen da wirklich aufpassen, dass wenn es eben so nicht geht, dass nicht von dieser Seite her dann Aggressionspotenziale entstehen. Also wie man heute über Griechenland redet, so verächtlich und so weiter, da steckt jetzt schon eine ganze Menge von aggressivem Potenzial drin, das gar nicht da wäre, wenn man Griechenland hätte so wirtschaften lassen, wie es wollte, dann allerdings hätte man sie ja in Griechenland auch nicht in die Eurozone natürlich aufnehmen dürfen. Das heißt also, dass eine EU, die die nationalstaatliche Souveränität der Mitgliedsländer immer weiter beschränkt, passt nicht zum Charakter der nach wie vor sehr eigenwilligen
Völker Europas. Es ist eben auch gefährlich, weil erst dieser Wille, ja, diese einheitliche Art des Regiertwerdens, der bedeutet, dass die Jahrhunderte alte Unterschiedlichkeit dieser nationalen Gebilde sich mit Trotz auflehnt gegen diese Vereinheitlichungstendenz. Nein, wir müssen einerseits bescheidener werden, wir müssen sagen, Europa ist ein Europa der Vielfalt und wir müssen aus dieser Vielfalt sowohl ökonomisch als auch politisch dann das Beste machen. In den Kindertagen Europas hat man sich ja manchmal gefragt, ob das Ganze eigentlich nur eine Wirtschaftsgemeinschaft ist und von einer gemeinsamen kulturellen Herkunft des Abendlandes wenig zu spüren ist. Hat sich daran heute eigentlich viel geändert? Naja, man hat ja versucht, Europa vom Geld her zu vereinigen, hat eben bemerkt, dass die Lebensweise, der Kulturstil dieser verschiedenen europäischen Länder, dass der seine eigenen Beharrungskräfte hat. Und jetzt sage ich, also wer jetzt nur von der Europa-Ideologie her argumentiert, der sagt, das ist schlecht. Und ich sage, das ist gut so. Das ist gut so. Und da, wo so zwanghaft vereinigt worden ist, in dem kulturellen Bereich zum Beispiel, haben wir sowieso die Katastrophe. Denken Sie an den Bologna-Prozess. Ein einziges Desaster, diese gesamteuropäische Universitätspolitik. Alle sind dadurch schlechter geworden. Keiner ist besser geworden. Nein, man soll tausend Blumen blühen lassen und soll versuchen, die Dinge schön zu koordinieren. Also da Einigung zu schaffen, wo es elementar notwendig ist und in anderen Bereichen die Dinge wachsen und gedeihen zu lassen nach ihrer eigenen Logik. Was wir in diesen Zeiten für Europa und den Euro aufwenden, das bekommen wir auf ein Vielfaches zurück, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in diesen Tagen, das sei jede Anstrengung wert, es sei eine historische Aufgabe, den Euro zu schützen. Gehen Sie mit? Also das bezweifle ich. Das sind wieder diese Sprüche von der Art der Alternativlosigkeit, was sie in der letzten Zeit immer geredet hat. Es wird immer als Alternative eine große Katastrophe an die Wand gemalt. Ich weiß nicht, ob man in diesem Falle hätte auch die Gesetze des Marktes lieber die Herrschaft antreten lassen und wer schlecht wirtschaftet, wird vom Markt gefegt. Ich denke jetzt, wenn man nach vorwärts geht, wird es notwendig sein, eine viel elastischere Europapolitik zu entwickeln, auch im ökonomischen, diesen Einheitsstress zurückzufahren und mehr eine Kunst der Vielfalt einzuüben, das zu bewahren, was elementar wichtig ist hier an Europa, nämlich die Friedenszone. Ja, das ist hier Rüdiger Safranski im Gespräch. Ich habe den Namen nicht rausgefunden, es klang mir wie Tissi Bruns. Elastizität, Pluralität, mein Lieblingswort hierfür ist dann Resilienz. Rüdiger Safranski hier aus dem Podcast D-Radio heute am Sonntag, den 31. Juli 2011 in der Lichtgeschwindigkeit. Lieber Aufrufer, schönen Dank für den Aufruf und Wiedersehen und Weitersagen.